Herzlich willkommen zu meinem Faszientraining. Mein Name ist Jana und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Einheit möchte ich dir gerne die Wichtigkeit des Aufwärmens beim Faszientraining erklären, sowie dir eine schöne Aufwärmeinheit zeigen. Du musst dir eins vorstellen, die Faszien bedecken deinen ganzen Körper. Sie sind überall auf deinen Muskeln, wie so ein Netz. Oben, unten, rechts, links, vorne, hinten. Dieses Netz hat keinen Anfang und kein Ende. Es tut dir nicht gut, wenn sich dieses Netz zusammenzieht. Und noch schlimmer ist es, wenn sich das Netz unregelmäßig zusammenzieht. Dann entstehen mal da und da und da Schmerzpunkte. Diese kann man schön auslocken, ausmassieren mit so einer Faszienrolle. Bevor du aber an so eine Rolle rangehst, ist es wichtig, dass du dich aufwärmst, weil du durch dieses Aufwärmtraining das Netz lockerst. Das machen wir heute. Wir gehen heute gar nicht an diese Rolle ran. Ich zeige dir heute nur Aufwärmübungen, die du immer vor jedem Faszientraining anwenden kannst. Wir wippen, weil das Wippen das Netz schon mal vorlockert. Und dann machen wir das myofasziale Dehnen, indem die Muskeln richtig lang werden. Du ziehst irgendeine Muskelpartie richtig schön lang und dehnst nochmal das Netz nach. Das bedeutet, abonniere meinen Kanal hier unten kostenlos. So kommst du jedes Mal, bevor du mit der Rolle trainierst, an dieses Aufwärmprogramm dran. Du kannst es vorne ransetzen. Dann dich mit der Rolle austoben und schon hast du ein schönes, effektives Training erlebt. Es geht gleich los, oben im Stehen. Ich wünsche dir viel Spaß. Stelle dich mal schmal hin, lass die Schultern, die Hände, die Finger ganz locker und wipp mal mit den Knien los. Du wippst einfach mal so in deinem Tempo, wie es dir passt. Je entspannter dein ganzer Körper, umso besser für das Fasziennetz. Und dann schieb mal die eine Schulter nach vorne, dann die andere, immer wieder im Wechsel. Die Arme, die gehen völlig entspannt mit. Die Knie wippen also. Der Rest des Körpers ist völlig entspannt. Ah, die Arme etwas mehr nach vorne, einfach mal schwingen lassen. Immer noch in deinem Tempo, so wie es dir passt. Lass die Arme immer wieder fallen. Stell dir vor, deine Fingerspitzen werden nass und du möchtest die Wassertropfen einfach ausschütteln. Mach schon weiter, öffne jetzt die Arme und dreh zur Seite. Lass die Arme wie bei einem Kettenkarussell fliegen. Die Knie immer noch am Wippen. Geh so weit nach hinten, wie du noch kannst. Nimm den Blick ruhig mit. Und mach jede Seite noch einmal. Dann komm mal in die Mitte. Und marschiere an der Stelle los, indem du einfach nur die Fersen anhebst. Immer wieder, die Arme sind immer noch völlig entspannt. Such dein Tempo, in dem du bleiben kannst. Mal richtig die Knie und die Füße durchbewegen. Und wenn du möchtest, kannst du dabei anfangen zu joggen, indem die Füße komplett den Boden verlassen. Ist aber kein Muss, entscheide selbst. Lass den Arm dabei völlig entspannt. Und jogge schon weiter. In deinem Tempo. Wir joggen etwas breiter auseinander. Richtig die Knie zur Seite. Die Arme am besten auf die Oberschenkel legen, völlig entspannt lassen.
versuch, dein Tempo beizubehalten. Und dann stopp mal deine Füße. Bleib in diesem breiten Stand. Öffne die Arme. Tief einatmen und zu. Geh nach hinten, atme ein, mach zu. Atme ein, atme aus. Deine Schultern sind beide ganz tief. Mach noch zwei Stück. Gleich machen wir Gleiches, nur mit Doppeltempo. Das heißt, du gehst doppelt nach hinten, einmal vor. Und wieder doppelt nach hinten, einmal vor. Doppelt, vor. Doppelt, vor. Brust richtig raus und wieder vor. Ist eine Dehnung für deinen Brustmuskel. Öffne, mach zu. Öffne und zu. Noch zwei. Noch eins. Und die Arme nach unten. Rechte Hand geht hoch. Der Handballen zieht sich nach oben. Die linke Hand zieht den Handballen nach unten. Und jetzt zieh auseinander. Und jetzt wächst er auseinander. Und zieh. Und zieh. Immer beide Handballen auseinander schieben. Die Beine bleiben in deinem festen Stand. Und mach schon weiter. Der Blick geht immer wieder mit nach oben. Nach oben. Und während du nach oben gehst, neige ein Stück nach hinten. Den Blick nach oben, hinten ausrichten, deine oberen Hand hinterher. Du dehnst jetzt deine Körperseite, mal die rechte, mal die linke und immer noch die Handballen auseinander. Mach jede Seite noch einmal. Und jetzt doppelt, doppelt hoch. Und wieder doppelt hoch. Und doppelt. Immer ein doppelt so oben. Die Handballen auseinander. Immer noch dieser leichte Zug nach hinten, wenn du hochschaust. Mach jede Seite noch einmal. Und jetzt mal wieder die einfachen. Nur jetzt zieh mehr nach vorne. Gar nicht nur die Handballen, sondern die Finger ziehst du immer wieder nach vorne. Und zwar diagonal vor die Fußspitze, die da ist. Die rechte Hand vor die linke Fußspitze und umgekehrt. Der andere Arm zieht sich nach hinten weg. Du dehnst mal wieder deine Körperseiten. Und diesmal geht die Dehnung mehr nach hinten, in den Rücken hinein. Such dein Tempo, bleibe dabei. Der Blick geht diesmal zu deiner unteren Hand hin. Immer wenn du hochschiebst deinen Arm, schaust du nach unten zu der anderen Hand. Mach jede Seite noch einmal. Und jetzt doppelt, doppelt ziehen, doppelt. Der Blick immer noch zur unteren Hand. Mach jede Seite noch einmal. Und komm nach unten. In eine Vorbeuge. Kopf hängt, Arme hängen. Bleibe kurz hier mit einem ganz langen Rücken. Völlig ausgehängt. Roll dich ein Stück höher, sodass deine Hände ungefähr in der Kniehöhe sind. Und jetzt dreh mal nach rechts und nach links.
Die Arme hängen immer noch völlig entspannt. Du drehst dich immer wieder über ein Bein hin. Behalte die Beine immer noch lang. Der Oberkörper verdreht sich aus dem Becken heraus. Du merkst eine sanfte Dehnung seitlich am Rücken. Versuch mal, über die Knie hinaus mehr nach hinten zu drehen. Immer noch in der Kniehöhe. Und mach jede Seite noch einmal. Komm wieder in die Mitte. Dort zieh dich tief, zieh dich wieder vor die Knie. Und wieder tief und vor die Knie. Geh so tief, wie du nur kannst. Wenn du schön beweglich bist, kannst du die Arme auch richtig beugen und sie sanft auf den Boden ablegen. Deine Beine immer noch lang. Mach noch zwei Stück. Geh tief und wieder hoch. Noch eins. Und jetzt der Doppelschwung. Geh nach unten. Doppelt und geh einmal hoch. Doppelt nach unten. Einmal hoch. Doppelt und hoch. Doppelt und hoch. Noch zwei Stück. Doppelt und hoch. Letztes. Und richte dich mal auf. Die Füße zusammen. Und jetzt komm ein Stück weiter nach vorne, damit du dein rechtes Bein nach hinten auf die Fußspitze absetzen kannst. Ein schiefes, schräges Bein nach hinten. Vor deinem Becken legst du die Finger zusammen wie bei einem Dach und überkreuzt die Daumen. Du hast ganz lange Arme. Hier am Becken atme ein und jetzt zieh dein Dach nach links hoch. Komm wieder zurück. Zieh nach links hoch. Und wieder zurück. Du ziehst also nach links oben hin, damit du den Oberkörper als Verlängerung zu deinem rechten Bein darstellen kannst. Zieh wieder hoch, komm zurück. Und wieder hoch, zurück. Der Blick, der darf immer wieder mitgehen, nach oben, zu deinem Dach. In jedem Zug spürst du die Länge rechts an deiner Körperseite. Du dürfte etwas nach vorne gehen, in deinen rechten Bauch hin. Einmal noch zwei Stück. Noch eins. Und den Doppelzug. Geh mal hoch, zwei Stück, einmal runter. Und wieder zwei Stück, einmal runter. Noch zwei Runden. Noch eins. Gut, behalte dein Dach. Jetzt geh ein Stück nach hinten auf die Matte, damit du das rechte Bein nach vorne auf die Fußspitze legen kannst. Am Becken anfangen, atme ein. Und jetzt das Dach über den Fuß. Komm wieder zurück. Und wieder über den Fuß. Zurück. Jetzt zieht es schön links an deine Körperseite und der Zug darf sich etwas weiter nach hinten ausrichten, Richtung Rücken hin. Der Blick geht diesmal nicht mehr nach oben, sondern nach unten zum Fuß und wieder zurück. Blick zum Fuß und wieder zurück. Noch zweimal. Noch einmal. Und jetzt der Doppelzug. Oben doppelt, komm ans Becken. Oben doppelt, ans Becken. Noch zwei Runden. Eine ist noch dran. Und wir wechseln die Seiten. Komm wieder nach vorne auf die Matte. Das linke Bein hinten auf die Zehenspitzen. Das Dach. Am Becken einatmen und hoch. Komm wieder zurück. Zieh nach rechts hoch
und wieder ab. Ab dem nächsten den Blick mitnehmen. Zieht hoch und wieder ab. Und wieder hoch und ab. Zwei Male noch. Und jetzt der Doppelte. Geh nach oben. Doppelt. Ab. Doppelt. Ab. Letzten zwei Runden. Eins noch. Gut. Stell dich nach hinten auf die Matte. Das linke Bein geht nach vorne. Das Teil. Einatmen. Über den Fuß zurück. Und wieder über den Fuß zurück. Der Blick richtet sich nach unten zum Fuß hin. Zwei Stück noch. Und die Doppelten oben macht wieder Doppelschwung. Kommt zurück. Zwei Stück noch. Und dann lass wieder zurück. Ein wenig die Schultern auslockern. Jetzt dreh dich mal seitlich auf deine Matte. Diese Übung, die wird etwas wackeln vom Gleichgewicht her. Deswegen, wenn du möchtest, wenn du es magst, geh mal aus der Matte heraus. Auf einem harten Boden ist es etwas einfacher. Oder du möchtest deinen Körper herausfordern und versuchst das mit einem Gleichgewicht. Und zwar mittig auf der Matte, vorne und hinten hast du Platz. Lange Arme. Ein Bein, egal welches, nach vorne auf die Zehenspitzen. Erstmal Gleichgewicht zu. Und jetzt hebe das vordere Knie hoch und zieh das Bein nach hinten lang. Hebe hoch und wieder lang. Hebe, strecken. Das Bein hat also gar keinen Bodenkontakt. Mal bist du vorgebeugt. Und dann bist du wieder gerade. Such deine Bewegungsamplitude und dein Tempo. Nimm mal schön weiter. Nimm die Arme mit. Und zwar diagonal. Wenn dein Knie vorne ist, dein rechtes Knie vorne ist, ist deine linke Hand vorne. Und umgekehrt. Und wenn du drin bist, versuch noch weiter zu gehen, noch mehr zu bewegen. Hinten das Bein richtig schön lang strecken. Dabei den Arm nach vorne hochheben. Mach noch zwei Stück. Und gleich die Doppelten. Hinten doppelt hoch, wieder zurück. Hinten doppelt hoch, zurück. Mit dem langen Bein arbeitest du doppelt. Noch zwei Stück. Noch einmal. Und wieder ab. Die andere Seite. Den anderen Fuß nach vorne. Du stehst groß. Hebe das Knie hoch. Streck nach hinten lang. Das Knie hoch, nach hinten lang. Gewöhn dich mal wieder an die Bewegung. Such dein Tempo. Und irgendwann, wenn es dir passt, nimm die Arme mal wieder diagonal dazu. Versuch zu vergrößern. Hinten streck dich richtig lang. Und mal noch zwei Stück. Gleich die Doppelten. Einfach vorne hoch und doppelt nach hinten weg.
Zwei Runden noch. Und lass wieder nach unten. Und bleib hier so stehen. Beuge die Knie leicht an. Beuge den Oberkörper nach vorne und stell dir vor, du möchtest dich über den Knien ausrichten. Lege den Bauch und den Brustkorb auf den Oberschenkel. Bleibe hier. Den Kopf mit aushängen. Die Schulterblätter gehen auseinander. Ganz klein und rund bist du da. Und dann so langsam, wie du nur kannst. Wirbel für Wirbel. Fang mit den untersten Wirbeln an. Stück für Stück richte dich auf. Und jetzt die Schultern auslockern. Einmal die rechte Schulter, dann die linke, immer wieder im Wechsel. Und jetzt ist unser Körper schön durchgewärmt, optimal vorbereitet für das Training mit der Faszienrolle. Das Training mit der Faszienrolle gehen wir nächste Woche gemeinsam an. Ich freue mich auf dich. Wenn dir das Aufwärmen gut getan hat, nutzt das wöchentlich immer wieder. Und ja, drück mal einmal auf Gefallen hier unter dem Video. Ich freue mich, dass wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bleibe gesund!